Willkommen zurück, liebe Leute, zu einer sehr kurzen Folge zu Pixelmon. Ich bin heute der Ersatz für. Hallo! Wir haben ein fettes Wildlord. Und wir begeben uns einfach mal nach draußen. Ich hab auch über Sky Factory 2 schon gesagt. Heute gibt's eine kürzere Folge, also mal vielleicht so 10, 12 Minuten. Anstatt 20 bis 25. Einfach aus dem Grund, ich muss heute definitiv für Montag und wahrscheinlich noch für Dienstag aufnehmen. Und von daher werde ich jetzt. Okay. Halt, ja. Und so, ne? Werden wir halt wirklich nur und so. Die paar Minütchen machen, die wir auch bei Sky Factory haben, nämlich 10 bis 12. Ist aber vielleicht auch mal angenehmer, könnt ihr mir dann auch im Endeffekt schreiben, ob ihr das angenehmer findet, wenn wir ab und an mal kürzere Folgen machen, damit es nicht so überlastet ist, weil immer 20 Minuten ist auch immer so viel. Vielleicht sollten wir das so machen, dass wir bei Sky Factory ab und an mal längere Folgen machen, wie schon vorgeschlagen wurde. Und vielleicht machen wir das bei Pixelmon genauso, dass wir umgekehrt, dass wir hier ab und an mal kürzere Folgen machen. Einfach mal entspannt und dass ihr einfach auch schauen hinterher kommt, denn es sind halt immer noch für euch mindestens 30 Minuten, die ihr schauen müsst, am Tag, wenn ihr beides schaut. Und das ist halt auch eine Zeit, die kann man neben vielen anderen Let's Plays natürlich nicht aufbringen. Hey, gut. Mal schauen. Also, wenn dem so der Fall ist und ihr halt wirklich nicht damit hinterherkommt, könnt ihr mir das gerne. Okay. Könnt ihr mir das gerne mal in die Kommentare schreiben. Und dann testen wir das halt einfach mal aus. Weil man muss ja natürlich auch auf. Ich muss ja natürlich auf euch achten. Und klar, ihr könnt nicht alles schauen. Ist unmöglich. Und ja, vielleicht ist das mal so gesehen somit eine gute Idee. Yeah! Au. Donnerschlag. Wow, meins war ein Critical Hit. Nice. Oh mein Gott. Ja, das war das Rufflet. Just Rufflet. Und komplett zerfetzt einfach. Ich hätte gerne einen Kampf-Pokémon, muss ich ehrlich sagen. Ich versuche mal das Hitmonlee zu fangen. Hitmonlee. Kick Lee. Ich muss halt euch alle nochmal fragen. Ihr müsst es halt von euch aus wissen. Was haltet ihr eigentlich vom Thema noch ein Modpack und einem Bauprojekt? Würde das euch zusagen? Oh, das war knapp. Aber weil Leute, du bist. Es hat Turmkick gemacht und ist ihm gefallen. Es ist aus der Konfession rausgekommen, hat einen Turmkick gemacht und ist ihm gefallen. Oder einen Sprungkick, das hat glaube ich denselben Effekt. Und schade. Ich würde gerne halt ein Bauprojekt hier machen, hier starten. Also ein Bauprojekt im Sinne von mit mehreren Leuten ein Serverbauprojekt über ein Hexet-Serverbauprojekt. Das haben wir gestern schon gestartet im Stream. Und das hat einigermaßen okay funktioniert. Das möchte ich mal wissen. Also das Projekt würde ich gerne hier weiter ausführen, dass ihr das mitbekommt. Also ich würde es dann immer als Live-LP hochladen, natürlich. Dann würde ich auch die Musik ändern. Dann würden wir das jetzt demnächst einfach nochmal weitermachen und dann ab dort sagen Einstiegsfolge und so. Weil der Anstieg war ein bisschen hakelig. Vielleicht hat es beim zweiten Mal jetzt besser. Das hat sich angehört wie Misty. Echt?
Aber das war Pikachu, ja. Und ja. Ich habe übrigens herausgefunden, warum ich keine Karte habe. Ich muss mir diesen Schmarrn erstmal selber runterladen. Oh, den Pokéball. Und wie man weiß, ich bin so eine faule Sau, ich mache sowas nicht gern. Ich muss kurz, danke. Jo, und jo. Einen Top-Believer haben wir gefunden. Oh, das ist ja mal super. Beleber und Top-Beleber hebe ich mir einfach für die Fälle auf, wenn ich mal irgendwo hinfliegen will und meine Flugpokémon sind beide kaputt. Dann hole ich mir mal eins meiner Flugpokémon zurück. Eigentlich sollte man ein Team aus 6 Flugpokémon besitzen. Irgendwie. Zapdos, Arctos, Lavados auch noch. Ich wüsste halt echt gerne, ob man die hier fangen kann oder halt nur auf solchen Safari-Servern wie im öffentlichen Raum, der halt vorgeschlagen wurde. Und ja. Also, wie gesagt, dieses Bauprojekt läuft halt über Twitch, wird aber dann eventuell als Live-IP hochgeladen, wenn ihr das sehen wollt. Aber wenn ihr mitmachen wollt, müsstet ihr euren schnuckeligen Pippelchen auf Twitch schicken. Wo halt gestern auch ein abgefahrener 12-Stunden-Stream war. War unglaublich geil. Es ging Ende hin, wir waren einfach nur noch völlig kacke im Kopf. Wir haben nur noch Scheiße gebaut, wir haben irgendwelche Meme-Musik-Battle gegeneinander ausgetragen. Und dann, ja, es war einfach lustig. Es war einfach sehr, sehr schön und sehr lustig und war cool. Ich bin halt in so einer Gegend gefangen. Hier. Ah, Pokéball. Machen wir uns. In so einer Gegend gefangen. Ich habe halt immer hier so festgesetzte Pokémon. Ich möchte mal was Neues sehen. Und hier haben meine Potions dabei und alles. Eigentlich könnte ich mal wirklich ein bisschen wandern. Ich werde auch meinen Staraptor nicht einsetzen im Kampf. Und wenn ich es einsetzen muss, dann fliehe ich. Ein Wasserstein. Cool. Denn ich möchte mit dem Traptor kann ich definitiv wieder zurückfliegen. Habe ich nicht Dirt dabei? Doch, habe ich. Natürlich habe ich Dirt dabei. Und ihr merkt, ich bin ein bisschen ruhiger. Ich habe gestern eh schon wieder so laut im Stream, war ich immer so laut. Und, ach. Laut sein ist nicht immer cool. Merkt euch das, Kinder. Merkt euch das. Laut sein ist nicht immer cool. Deswegen bin ich heute mal ein bisschen entspannter, mit ein bisschen ruhigerer Stimme. Zumindest hier. Ich weiß nicht, wie ich in Sky Factory drauf war. Da war ich ein bisschen verwirrt. Stark. Ein bisschen stark verwirrt. Kevin Stark oder so. Keine Ahnung. Ich bin so lustig. Aber wir haben auch heute schon wieder minimale Fortschritte gemacht in Factory, das ist auch schön. Wenn man das hier so verkünden kann für die Leute, die halt einfach gerne hier zuschauen, beides schauen, aber momentan Sky Factory nicht so cool finden, weil ich halt keine Fortschritte mache. Jetzt haben wir heute ein bisschen was Fortschrittliches gemacht. Ich brauchte auch viel Hilfe, Tipps. Ich habe auch nach Tipps gefragt im Chat. Also nach Tipps zu dem Thema. Man muss sich halt das Video angucken, damit man weiß, was ich will. Damit man weiß, was ich will, was ich will, was ich will. Ich will Geld, Liebe. Und Nutten. Eigentlich nur Blackjack und Nutten. Wie jeder Kerl. Und wie jede Frau auch. Jede Frau will auch Blackjack und Nutten. Männlich Nutten. Ist komplett normal, liebe Leute. Ach ja, ich rede schon wieder Stuss. Aber das passiert, wenn man auf leeren Magen Minecraft aufnimmt. Man dreht komplett am Rad. Man dreht komplett am Rad. Schätzelein. Ich finde doch eh wieder nicht nach Hause. Ich finde doch nie wieder nach Hause. Ist doch vollkommen scheißegal gerade. Egal was ich mache, ich finde nicht mehr nach Hause. Ich müsste halt einfach mit die Map runterladen. Das ist schon wirklich wichtig. Mach ich einfach nächstes Mal, dann ist sie eh drin, dann ist alles gut. Alles easy. Und wir sagen ja immer noch die Karte. Well.
Das ist ja inzwischen ein neueres Haus, oder? Habe ich nicht. Ist es mein Haupthaus von Anfang an? Ich hoffe es, weil dann habe ich nämlich auch Safety Koordinators. Für das, weil dann haben wir mal nachgucken. Ich kann auch den Weg zurücklaufen, indem ich mein Video angucken ablaufe. Alles gut, alles gut. Alles gut. Ich liebe die Trompete. Interessant. Ja, rip all. Ernsthaft, da die Goldini und 3 Carpadore. Ich frag mich, ob es hier Stollrak und Stollos gibt. Das frage ich mich, das wäre echt cool. Das sind drei Pokémon, die ich sehr cool finden würde. Vor allem Stollos. Au. 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 So. Jetzt weiß man, man muss den Berg darauf oder überqueren. Und dann ist man schon eh in der richtigen Richtung. Ich gebe ihm einfach komplett die Querrichtung an, warte. Hier. Wenn man straight in diese Richtung fliegt, oder? Und dann so. Hier so. Fetter Pfeil. In die Richtung, dann ist man eh schon richtig. Anders kann man es nicht sagen, nur so ist man richtig. Und den kann man nicht überwinden, der ist fett. Der ist fett, der Pfeil, der ist fett, der fette, 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 fette Pfeil. Ach ja, er ist fast so fett wie Violet. Dadum. Albert. Hi, Albert. Ich hab Mankey gehört. Das ist, glaube ich, was Neues. Ich bin nämlich kein Mankey. Gesehen bis jetzt. Aber ich sehe es halt auch nicht. Ich hab's nur gehört. Aber nicht gesehen bis jetzt. Lava? Es sah erst im ersten Moment aus wie diese Fackeln. So komische, merkwürdige Fackeln. Aber das ist Lava. Hallo, Lava. Und, wir erreichen der Wüste, das ist gut, denn hier gibt's Pokémon, die haben wir noch nicht gesehen. Nämlich Sandermeer zum Beispiel. Hallo Sandermeer. Sandame, sage ich eigentlich immer, Sandame. Oh, Dick Trio oder Pion Scora, hallo. Trio. Hier gibt's sehr coole Pokémon, deswegen werden wir in der nächsten Folge die Wüste erkunden. Denn ich habe gerade geschaut und habe gemerkt, oh Gott, ich überziehe gleich wieder. Also ich mache schon wieder lange Folge, aber es ist noch 13:30 Uhr. Also alles gut. Ich würde sagen, Dankeschön fürs Zuschauen und bis in der nächsten Folge. Bis dahin, tschüss.